Hi, ich bin Christoph Bommelburg, komme aus Heidelberg, 55 Jahre, 56 mittlerweile und bin das erste Mal hier. Habe mich in Florida qualifiziert, letztes Jahr im November. Zweiter Platz in meiner Altersklasse, 59 und bin super happy, dass ich hier bin. Mein Ziel für Samstag ist in erster Linie mal zu finishen. Wenn es ganz gut läuft, unter 11 und wenn es noch besser läuft, bei der späten Startzeit im Daylight Finish. Ja, Frodeno, wie ist es zurück auf Big Island? Ehrlicherweise schön, ja. Ist doch immer wieder eine Reise wert und eine tolle Stimmung hier. Und einfach ganz besondere Woche im Sportkalender. Du hast ja jetzt ein gutes Jahr rum im Athletenruhestand. Wie ist so das erste Fazit? Ja, es waren wie immer bei mir irgendwie Höhen und Tiefen dabei. Aber ich muss sagen, es geht mir ehrlicherweise sehr gut. Ich bin glücklich mit der Entscheidung. Und wenn ich mich jetzt hier umschaue, juckt es auch nicht, dass ich übermorgen nicht dabei sein kann. Und ja, ich kann den Sport auf eine ganz neue Art und Weise genießen. Kann Konkurrenten wirklich den Erfolg gönnen und eine ganz andere Seite des Sportes auf einmal kennenlernen. Kommt das dann, ich denke auch Erinnerungen hoch wahrscheinlich, wenn du hier den Ali Drive siehst, der hier unter uns langläuft. Hier hast du schon sehr, sehr gute Zeiten erlebt und auch harte Momente. Kommt das nochmal zurück in den Kopf oder musst du manchmal den Kopf schütteln über bestimmte Entscheidungen? Das Krasseste ist eigentlich, dass mit der Zeit so die schweren Momente und die guten Momente verschmelzen und ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob das jetzt nun ein wirklich so schlechter Moment war. Bei den guten Momenten bin ich mir relativ sicher, dass es gute Momente waren, aber es ist schön hier zu sein, mit der Insel irgendwie Frieden geschlossen zu haben. Und auch wenn ich meine Karriere hier nicht beenden konnte, ist es alles gut, so wie es ist und schön wieder hier zu sein. Wir erwarten Wahnsinnsrennen am Wochenende. Du bist viel rumgekommen dieses Jahr und du hast auch viele Athleten, die hier waren, das Jahr über begleitet, immer wieder gesehen in deiner Kommentatorenrolle, viel mit denen gesprochen und so. Gibt es für dich Entwicklungen, die du so festgemacht hast, die jetzt sich vielleicht gar nicht in den Ergebnissen unbedingt ablesen lassen, aber wo du sagst, so der oder die haben eine gute Entwicklung gemacht dieses Jahr? Ja, die Breite des Feldes ist enorm und ich glaube, wir werden auch hier am Wochenende Athleten sehen, von denen viele vielleicht bislang noch nichts gehört haben. Das habe ich immer wieder gemerkt, dass ich auch überrascht war, wer wie stark und teilweise auch wie jung schon so gut dabei ist. Also das ist sicherlich eine Entwicklung, die es zu meiner Zeit weniger gab. Wir sehen die Wiederkehr der Norweger. Das sind, glaube ich, alle relativ gespannt, was da entsteht. Aber ich glaube, es sind auch ein paar andere dabei, die sich zum Ziel gemacht haben, den Jungs das Leben sehr schwer zu machen. Und genau das macht es eigentlich spannend. Es ist so ein bisschen so Kona wie früher, dass man irgendwie weiß, hier kann alles passieren in jegliche Richtung. Und ich persönlich bin sehr, sehr gespannt. Auf wen am meisten? Auf wen bin ich am meisten gespannt? Aus deutscher Sicht muss man, glaube ich, schon sagen, dass Patrick Lange sehr gut drauf ist und hier wie immer eigentlich gute Chancen hat. Er war in Nizza, glaube ich, deutlich stärker, als man so erwartet hätte oder als ich persönlich erwartet hätte. Und er weiß auch, dass die Uhr tickt. Und das ist, glaube ich, aus eigener Erfahrung ein sehr wichtiger Punkt, um nochmal bereit zu sein, diese 100% zu gehen. Ansonsten, mein persönlicher Favorit ist wahrscheinlich Sam Laidlaw, den kann ich gut leiden, der ist für jeden Spaß zu haben und haut immer ordentlich auf die 12 und manchmal klappt's und ich wünsche es ihm. Wie siehst du die Rolle von Christian Blumenfeld? Der hat neulich mal in einem Vlog gesagt, als er darauf angesprochen wurde, dass als du ihn geschlagen hast in Milwaukee, dass das der schwärzeste Tag seiner Karriere gewesen sei. Wie siehst du ihn jetzt hier nach Olympia, wo du ihn ja auch gesehen hast? Ja, es war eine ganz interessantere Zeit für ihn irgendwie. Also Olympia habe ich bei ihm auch ehrlicherweise gar nicht verstanden, so zwei Tage vor dem olympischen Finale anzukündigen, dass man in 4 Jahren die Tour de France gewinnen will. Das war irgendwie komisch, hat sich dann in der Vorbereitung auch gezeigt. Ich glaube, das war schon von vornherein so ein mentales Zeichen, so habe ich das zumindest gelesen, dass er weiß, dass er nicht in der gewinnenden Form ist. Und hat er ja dann auch bewiesen, dass er sich eigentlich die ganze Zeit schon auf Ironman vorbereitet hat. Ich weiß nicht, was waren es, 2 Wochen später in Frankfurt dann.
ich meine, diesen Spagat haben die Jungs schon immer geschafft, aber sie haben es eben aus der Weltspitze geschafft und Christian hat es nie zurückgeschafft in die Weltspitze. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht dann irgendwann mehr an ihm nagen wird als dieser eine Tag in Milwaukee. Aber mal schauen, er ist sicherlich stark drauf. Hier kann ich ihn nicht einschätzen. Das ist so viel Blödelei dabei und so viel mentale Spielchen. Da bin ich vielleicht doch noch zu nah am Athleten dran, dass ich da erstmal einfach abschalte, um zu sehen, okay, wer fährt in welche Position wann und was kommt dann noch so alles. Denn wie immer wird es ja selten so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nah dran am Athleten bist du bei Lionel Sanders. Der hat es gesagt, wir haben es schon Anfang des Jahres gesehen, du warst auf einmal im Windkanal mit ihm und ja, er hat vorhin im Interview gesagt, dass du so eine Mentorenrolle hast, schon sehr, sehr lange, schon seit vielen Jahren tauscht ihr euch immer wieder aus, aber jetzt auch intensiver. Wie kam es dazu, dass du ihn, ich will nicht sagen, unter seine Fittiche genommen hast, dafür ist er einfach auch schon zu erfahrener Athlet, aber wie tauscht ihr euch aus, worum geht es dabei? Nein, das war eine temporäre, sehr enge Zusammenarbeit, weil ich habe mir ehrlicherweise immer gedacht, bei dem Typen habe ich so lange mietfrei im Kopf gewohnt, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss ich vielleicht auch mal schauen, dass man das in was Positives drehen kann. Und er hat natürlich nach seiner letzten Erfahrung hier auf Hawaii schon eine gewisse Blockade gehabt, was die Langdistanz angeht. Und ich glaube, nach den ganzen Verletzungsproblemen, die er auch hatte, haben wir es irgendwie schön im Frühjahr wieder aufgebaut. Aber Lionel wäre nicht Lionel, wenn er sich länger an etwas halten könnte. Und so ist das dann irgendwie im Sommer auch wieder auseinandergegangen. Und er macht schon wieder ein paar Monate sein eigenes Ding. Ich sehe das als eine freundschaftliche Beziehung und bin immer für ihn da. Wie aber auch für jeden anderen. Also ich habe mit einigen Profis Kontakt gehabt. So, wenn jemand raten möchte, gebe ich ihn gerne und gerade Lionel war mir immer sympathisch insofern. Wir sind hier im Lava Java, hier haben zig Age-Grouper an deinen Lippen gehangen und haben sich noch mal Tipps geben lassen fürs Rennen. Du hast das Rennen, das kann man sagen, gemeistert hier. Du hast hier 2019 wirklich das Meisterstück abgeliefert, glaube ich, auch deiner Karriere. Oder eins der, aber auf jeden Fall, wo du selber auch gesagt hast, das war der perfekte Tag, auf den du so lange gewartet hast. Wenn du es kurz zusammenfassen solltest, worauf kommt es an, um Hawaii zu meistern? Hawaii ist wie jedes Meisterschaftsrennen auch erstmal nur ein Rennen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, was die meisten hier vergessen. Gerade im Profibereich, Weltmeisterschaft, da sieht man immer, man will noch das Quäntchen extra gehen und die extremere Vorbereitung denn je machen. Aber im Endeffekt muss man auch erstmal einfach nur seine Leistung abrufen. So banal wie das klingt, das fällt schon sehr vielen sehr schwer. Und eben von diesem wunderschönen Ali-Drive hier zu unserer Seite auch nicht zu sehr beeindruckt werden. Ja, da gehen, glaube ich, mental schon viele Rennen vorher flöten, weil hier einfach jeder topfit ausgezehrt dasteht und trotzdem erstmal sein Rennen machen muss. Und deswegen sage ich immer, es ist nur ein weiteres Rennen, auch wenn es das schönste Rennen der Welt ist. Das ist es definitiv und wir freuen uns wahnsinnig aufs Wochenende. Vielen Dank, Jad Frodeno. Danke, bis dann. Danke.